Ich habe hier noch Gäste im Haus. Ein Spezial im Spezial quasi. Anlässlich eines ganz wichtigen Themas, deswegen habe ich jetzt auch das laufende Programm unterbrochen. Eine Stunde lang geht es da um Elektrosmog, Smog und zwar die Gefahren dazu oder nicht. Eingeladen sind vom MAD Hans Solo und Dingstar. Die werden musikalisch erklären, ob es jetzt da eine Gefahr gibt oder nicht. Eine Stunde mindestens. Die sind schon bald soweit. Aufgebaut haben sie. Und wer sehen möchte, wie es jetzt in meinem Zimmer aussieht, der kann ja mal auf Facebook gehen und da unter der Veranstaltung schauen. Ich habe nämlich ein aktuelles Bild gepostet. Diese Geräte, die ihr da seht, werden gleich alle live bedient. Weil wenn, dann richtig. Wie kann man denn Elektrosmog feststellen, wenn man den nicht hat, also quasi nicht macht? Sollte ich danach wieder live on air sein, dann wisst ihr, es hat keine stärkeren Auswirkungen, dieser Smog. Und das wird jetzt so ablaufen, wenn die Jungs da unten fertig sind, also ein Stock unter mir, dann kommt er hoch, sagt fertig, dann legen die los, ich setze das Signal, pendle ein und gehe dann runter und werde mir das live anschauen und nachher auch ein Interview mit den Jungs machen. Das Ganze wird übrigens auch gefilmt und wahrscheinlich dann auch für euch nachträglich zum Nachschauen bereitstehen. Aber wir sind ja Radio, deswegen jetzt hören. Hören ist auch gut. Ihr ist besser, ihr hört nur mit. Ist mir zu viel gewesen, als ich das da unten gesehen habe. Und bis dahin machen wir natürlich Musik. Und jetzt höre ich, sie sind fertig. Gut, ich pegel jetzt ein. Ihr hört jetzt eine Zeit lang nichts von mir. Wir tun uns dann nachher irgendwann mal einrufen. Und ihr seid auf jeden Fall live auf Evosonic. Und gleich mit dem musikalischen Abschirmdienst. So, also wir sind tatsächlich soweit pünktlich wie die Maurer. Jetzt warte ich auf das Signal, pegel es ein und den Rest habe ich jetzt schon erklärt. Kriegt er halt einfach mit, bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. So, und da ist das Signal auch schon. Yeah. So, wir hören uns gleich im Interview mit den zwei Jungs und später natürlich wieder ich. Jetzt sind wir erstmal live drauf, alles andere ist jetzt dem Schicksal überlassen.
So. Ich höre mich. Wo kann man die Musik leiser machen? Beim Sprechen, weil ich muss jetzt irgendwie, wenn ich spreche, ist die Musik zu laut da. Okay, geht aus. Jetzt bin ich bei mir im Zimmer, hammerhart ein Stockwerk drunter und stehe hier vor Han Solo und vor Dings da. Nee, nicht Dings da. Doch, Dings da. Dings da. Warum Dings da? Ja, weil letzten Endes eigentlich nicht wirklich ein anderer Name eingefallen ist. Oder sagen wir mal so, ich mir gedacht habe, man muss sich nicht eigentlich immer irgendetwas merken. Es ist halt irgendwie Dings, ja. Und insofern ist es dann doch eigentlich gut zu merken und hat auch schon ein paar Mal ganz gut funktioniert. Also ich konnte es merken, ja. So, das Ganze kam zustande, weil ich und Hans Solo gedacht haben, wir müssen mal was zusammen machen. Und deswegen gebe ich jetzt das Mikrofon weiter an den Initiator, der hier 1, 2, 3, viele Geräte. Was sehe ich hier noch? Okay, wow, einiges. Du hast einiges aufgebaut. Was erwartet uns jetzt gleich? Also zum einen haben wir ein paar Stücke mitgebracht, die, an denen wir gerade arbeiten oder die auch schon veröffentlicht worden sind. Wie das erste, Illusion der Freiheit, mit dem wir anfangen werden. Das ist auf einem Sampler rausgekommen und entstanden ist das alles. Also Malte und ich kennen uns schon seit den 90er Jahren, ja, bei THC. Früher gewesen, sind oft zusammen aufgetreten, aber mehr im Rap-Business. Und 2016 brauchte ich gute Handwerker in Hamburg, wo wir den Flugsimulator gebaut haben. Und das war gleich die Ecke von seinem Studio. Und dann haben wir da gearbeitet und sind abends immer in sein Studio rübergegangen. Und da ist zum Beispiel sowas wie Elektrosmog und Elektroschrott, was nachher auch noch kommt. Elektroschock haben wir noch nicht fertig. Auf jeden Fall, die Sachen sind da spontan aus solchen Analog-Sessions, wie wir es hier sehen, entstanden. Später bringen wir das dann mehr auf den Punkt. Ansonsten kann das auch schon mal ausufern, ein paar Minuten. So. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit Illusion der Freiheit an. Wie gesagt, auf dem Sampler Crumbled Egg rausgekommen. Nochmal Grüße an den Stefan, der das damals ins Leben gerufen hat. Ein Hamburger Jung, ein Hamburger Projekt und ja. Los geht's. Hinter den Kulissen des Systems träumt die Maschinerie von der Eroberung und Beherrschung dieser Welt. Von den fernsten Punkten des Universums bis in die kleinste Nation dieser Erde. Und die Freiheit propagierenden Brückenknöpfe an den Konsolen und sind auch nicht mehr als Systemadministratoren. Gefangene eines kranken Systems, doch in ihren goldenen Käfigen ist ihnen das ziemlich schnurz, denn sie wissen, das Leben ist kurz. Kann das sein? Kann ein Individuum frei sein? Nein. Der goldene Käfig versüßt dir nur den Tod auf Raten. Und das Warten, du willst frei sein? Dann hör auf zu atmen. Bis dahin richte dich nach den Regeln des Kosmos im Leben, denn bei krassen Verstößen dagegen wird es ein Ende nehmen. Es entzieht dir das in dir und degradiert dich zum Widerum, wie dumm, und macht dir eindeutig klar, Freiheit ist eine Illusion. Der einzelne Mensch mag intelligent sein, die Masse ist dumm und die Menschheit nur eine Episode der Evolution. All die Dinge, die der Mensch entwickelt hat, das andere leiden, um deinen Geist in den Wahnsinn zu treiben. Lautsprecher dröhnen deinem Kopf und sagen, was andere über jemand anders gesagt haben. Für dich, damit du tust, was sie wollen, dass du es tust. Nein, ja, langsam, schnell, auf zum nächsten Duell, Macht ist ein Kettenkarussell. Machen dich high mit ihren neuesten Lügen und erzählen, wie, wo und wann sie dich betrügen. Verrat und Täuschung fast sämtlicher Menschen, um im Kampf um freies Denken zu siegen.
Vollständige Herrschaft, das Ziel der Nation, basierend auf Intrigen und Lügen. Und die freidenkenden Opportunen werden getötet von den Lakaien mit den gekauften Seelen. Implantate, welche die lebenden Toten wiederbeleben, um mit Lügen der Welt die Wahrheit zu stehlen. Zeitungen, Radios, Internet und Fernsehen, welche die Lügen über 7 Meere verbreiten. Robotermenschen mit Computergehirnen, die auf Raketen, Autos, Zügen und Flugzeugen reiten. Wie der Teufel auf dem Esel der Menschheit. Künstlich erzeugte Bewegung, schneller als dein Gefühl für Zeit berechnet, um dich in den Wahnsinn zu treiben. Angenehm, luxuriös Leben mit Menschen als Sklaven. Warm und angenehm Leben ist besser als frieren und leiden. Computerprogramme für die weltweite Übernahme, getarnt im Namen von Liebe und Frieden ist das infame. Da alle von ihnen lügen und weiter versuchen, die Menschheit zu töten, zu bewegen und zu überreden. Populationskontrolle der Menschen mit Seele auf der gesamten Erde. Manipulation mit kleinen weißen Pillen des Willens der gesamten Herde. Um die natürlichen Geburten unter Kontrolle zu halten und den Rest bei Bedarf zum Tode zu verwalten. Hinter den Kulissen des Systems träumt die Maschinerie von der Eroberung und Beherrschung dieser Welt. Von den fernsten Punkten des Universums bis in die kleinste Nation dieser Erde. Und die Freiheit propagierenden drücken Knöpfe an den Konsolen und sind auch nicht mehr als Systemadministratoren. Gefangene eines kranken Systems, doch in ihren goldenen Käfigen ist ihnen das ziemlich Schnurz, denn sie wissen, das Leben ist kurz. So, ist ja alles live, ja, ist ja alles live hier, deswegen alles etwas live. Hip-Hop ist das nicht, oder? Hör mal kurz, ob du mein Mikro jetzt hörst. Bin ich drauf? So was von. Ja, aber ich bin drauf. Der drauf kommt übrigens gleich auch noch. Nee, Hip-Hop ist das nicht. Also im Grunde genommen, ich bastel gern mit Analog-Synthesizern unter anderen Namen, wie du weißt. Und Malte ist ziemlich fit im Fingerdrumming. Ich gebe jetzt gleich das Mikro auch weiter an ihn. Es gibt so ein paar Videos, die wir hochgeladen haben, wo wir so Live-Sessions dann im Studio oder wie gesagt auch schon mal im Wohnzimmer betreiben. Ganz einfach passend zu dem Namen deiner Sendung, öffentliches Training sozusagen, was wir dann heute auch haben. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, ne? Wenn man dieses Kabelgewust sieht. Wir sind immer wieder überrascht, dass es funktioniert. Wir haben auch heute ein paar Mal da gestanden und es hat nicht funktioniert, weil nämlich die Sync über USB leider nicht so wollte und den Step-Sequencer immer mit einer Latenz verschoben hat. Das treibt dich dann in den Wahnsinn. Ach, das hat deswegen funktioniert. Das Haus hat ein Musik Kokon um sich herum, das weißt du ja. Lass uns darüber reden, wenn wir fertig sind. Ja, ich bin mir sicher, dass das funktioniert, weil das geht gar nicht anders. Ja. Aber ich meine, ihr habt echt einiges aufgefahren. Sind hier, kannst du ja mal besser. Ich gehe mal an die Malte weiter, der kann seine Seite besser erklären. Ich erkläre gleich schon aber was zu den komischen Kisten, die ich da stehen habe. Fingerdrumming heißt. Fingerdrumming. Genau, ist im Grunde genommen, ja, weiß ich nicht, ein Paarfingersystem. Ich würde gerne mit, wie ein Klavierspieler, halt alle Finger benutzen, aber letzten Endes sind es eigentlich, weiß ich nicht, 6-Fingersystem oder so. Und also mein Setup ist letzten Endes, wir haben jetzt gar nicht wirklich alles am Start, weil ich muss halt auch immer ein bisschen aufpassen, dadurch, dass ich so ein quasi Reisesetup habe. Ich habe ja so einen umgebauten Fußpedalkoffer, wo mein ganzer Krams drin steht. Und da muss ich jetzt schon feststellen, dass ich mit dem Notebook ein bisschen an die Grenzen komme mit meiner alten Gurke. Insofern ist es so, dass hier jetzt zum Beispiel
ein Keyboard mit drin ist, was jetzt gar nicht großartig zum Einsatz kommt. Beziehungsweise die Step-Sequenzen aus dem Keyboard killen dann den Rest. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass ich möglichst viel Regler und Knöpfe habe, an denen ich drehe, wo ich weiß, was sich wo gerade befindet. Spiele dann die Schlagzeuge beispielsweise live ein, mache teilweise Sequenzen auf dem Beatstep, also so einen Step-Sequenzer, den ich hier habe. Und ja, also versuche immer eine Mischung hinzukriegen, dass ich einige Sachen live mache und aber auch so ein, zwei Spuren nochmal mit reinlaufen lasse, damit ich nachher die Möglichkeit habe, also nebenbei nehme ich die Sachen in Step-Sequenzer auf, aber dass ich halt das Ganze live ein bisschen remixen kann, also dass ich mehrere Kanäle habe mit unseren Geschichten. Und dann kann ich halt entweder das mal durch den Zahacker jagen oder ich kann eben auch mal Spuren ausblenden, einblenden und so ein bisschen auf DJ machen. Das ist mir schon wichtig, weil wenn ich nur Schlagzeug spiele, dann kann ich mich überhaupt nicht um den Rest kümmern. Dann würde der ganze Rest quasi vom Band kommen. Das haut halt nicht hin. Ja, und letzten Endes ist es eigentlich so, dass meine Seite quasi gerade heute halt auch so für Beats und ein paar Hintergrund-Samples da ist und den hammerharten Live-Part, den übernimmt Frank heute, da sind wir auch alle ganz gespannt. Weil er hat ja die Monster-Analog-Kette. Also im Gegensatz zu mir hat er ja gar keinen Rechner am Start, sondern das passiert halt alles rein elektronisch. Also das Ganze kommt jetzt so ein bisschen militant rüber, muss ich sagen, in der heutigen Zeitalter der digitalen Welt. Ich komme ja auch aus einer Zeit, wo sowas ganz normal war. Wenn man Musik gemacht hat, macht ihr das aus Protest oder ist es einfach nur, weil ihr es gut findet? Nein, also ich habe irgendwann den großen Fehler gemacht. Ich hatte einen MS-20, ich hatte einen Moog Prodigy und so weiter. Ich habe irgendwann den Fehler gemacht, die Sachen zu verkaufen und das Studio zu verkleinern in erster Linie und letztendlich auch, weil ich Geld brauchte. Heute wäre ich froh, ich hätte meine MS-20 und den Moog Prodigy noch. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was die Dinger heute wert sind. Ja. Ich hatte auch von Sequential Circuits den Drumtracks, ein Drumcomputer, auch ein schönes Ding, wo man noch RAMs tauschen musste. Das Faszinierende bei dieser Art zu arbeiten, weil das sind jetzt Effektgeräte, ich habe einen Vocoder dabei und eine Talkbox und so eine, ja, eine Zigarrenkiste, die irgendwann in den 70er Jahren mal einer zusammengelötet hat, wo eigentlich lustige Geräusche rauskommen. Irgendwann komme ich ja nochmal wieder, wo wir nur analog mit Döpfermodulen, Modular-Synthesizern arbeiten. Aber es ist nicht synchronisiert mit dem, was der Malte macht, weil ich das über die Talkbox quasi mit dem Mund synchronisiere. das ist eigentlich der Trick bei der Sache. Das heißt, ich schicke ein Synthesizer-Signal in die Talkbox, moduliere das mit dem Mund und schicke das modulierte Talkbox-Signal über den Vocoder in zwei Effektgeräte. Und dann kommt da oft was Gutes raus, manchmal ehrlich gesagt auch ziemlicher Müll. Aber das ist dann, ja, da, mit dem Risiko muss man leben. Und vor allem der Zuhörer in dem Fall. Aber das ist letztendlich auch, die, was es spannend macht. Ja. Ne? Und manchmal kommen richtig geile Sachen raus, die du aber nie wieder so hinkriegst, wie sie dann sind. Deshalb sind wir immer froh, wenn man es aufnehmen kann. Also man muss natürlich auch sagen, man könnte natürlich jetzt sich fragen, warum macht ihr euch das so schwer, wenn es dann doch einfacher geht. Aber man hört schon einen Unterschied. Also auch jetzt aktuell, das, was da, das ist schon sehr analog, dieser Sound. Das ist auch rudimentärer, sage ich mal, weil es ja, läuft ja nicht, also man hört, dass es nicht alles von einem Master gesynkt wird, sondern durch leichte Latenzen, was lange Wege durch die Kabel, kommt es zu so Shuffle-Effekten teilweise. Ja. Manchmal hört sich das gut an, manchmal treibt sich in Wahnsinn, weil du kriegst die Sache nicht übereinander. Aber naja. Aber dazu würde ich auch gerne nochmal was sagen. Ja. Und zwar, warum wir uns das so schwer machen. Ja. Also vom Ding her ist es so, ich sag mal, was wir kommen ja auch so aus dem Hip-Hop-Bereich. Ihr habt teilweise große Acts gesehen, die auf der Bühne stehen, letzten Endes mit dem Mikro in der Hand. Wenn man Glück hat, ist da noch ein DJ im Hintergrund gewesen, der tatsächlich live die Platten gedreht und gescratcht hat. Und andererseits ist es dann aber so, dass eigentlich bei der Performance an sich nicht viel passiert. So, die mit Glück
rappen sie noch richtig gut. Oftmals haben sie dann einfach nur gebrüllt oder sonst irgendwas. Ich konnte dann einfach froh sein, dass irgendjemand von USA dann rübergekommen ist, den ich schon immer mal sehen wollte. Bin dann halt oftmals ein bisschen enttäuscht gewesen, manchmal auch nicht. Aber was mich halt letzten Endes stört bei der Geschichte, ist, dass man oftmals gar nicht mehr nachvollziehen kann, was sie eigentlich live machen. Ich bin auch auf Elektrokonzerten gewesen, wo die Leute wahrscheinlich ganz unglaubliche Sachen gemacht haben. Aber die haben nur eine Maschine vor sich gehabt. Das hat keiner gesehen. Da ist dann auch keine Kamera drauf und nichts. Und man kann es als Zuschauer eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen, ob da jetzt, oder Zuschauer, Zuhörer, ob das Ganze jetzt eigentlich live ist oder nicht. Und bei ein paar Sachen haben wir dann eben auch festgestellt, das war gar nicht live, das ist alles abgelaufen. Ich kann dich voll verstehen. Die Problematik gibt es auch im elektronischen Musikbereich. Also ich habe früher auch Live-Acts gemacht, weil das natürlich irgendwann einen Hit gehabt und dann musstest du live spielen. Und das habe ich dann nach fünfmal aufgehört, weil ich das nicht rüberbringen konnte. Weil im Endeffekt war für mich dann live, wir müssen das ganze Studio mitnehmen. Mhm. Weil so ist das richtig. Ja, genau. Und dann bist du natürlich eingeschränkt und willst nicht auch viel aufbauen. Und als dann irgendwann mal bei irgendeinem Live-Session ein Zuhörer stieg auf die Bühne, ist er gekrabbelt, hochgehangelt, ist durch, alle durch und zu mir hat mir ins Ohr geflüstert, ob ich mal was anderes auflegen könnte. Das war für mich dann mein letzter Reise. Und dann, man kann, das ist diese Problematik, man sieht es nicht, also man kann es den Leuten nicht rüberbringen, als aus der Sicht des Live-Acts, genauso wenig wie aus der Sicht des Publikums. Richtig. Ja. Ich habe das sogar schon mit einem größeren Setup gehabt, als das, was ich heute hier habe, dass wir dann auch Freestyle auf der Bühne hatten, die dann gesagt haben, ja, DJ, mach doch mal was anderes an. Und ich dann gedacht habe, mein Gott, also. Ja. Ne? Aber das muss man natürlich, wenn ihr live spielen würdet, jetzt irgendwo, dann müsste man das sehen. Ja, genau. Also vom Ding her, mein Wunsch wäre eigentlich auch, dass wir halt immer irgendwie eine GoPro über dem ganzen Setup haben, dass man das nur mit dem Beamer an die Wand wirft. Ja. Also ich finde zum Beispiel Kid Koala macht das ganz toll und bei Shadow ist es auch so, die filmen halt alles. Die haben ja teilweise, also Shadow hat dann ja auch noch eine Kamera am Arm dran, wo man dann noch ganz schnell seine Bewegung sehen kann, wie viel Platten er eigentlich anfasst und was er alles macht. Also das finde ich eben auch ganz wichtig, dass das rübergebracht wird. Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, ich hatte das mit einem Kumpel, da haben wir ein kleines Konzert im Pudelclub in Hamburg gegeben. Wenn man dann nicht die Möglichkeit hat mit dem Beamer, dann muss man sich einfach direkt ins Publikum stellen. Das haben wir da eben auch gemacht. Das war cool. Da war dann halt immer eine Traube dann direkt um uns drum herum, die geguckt hat. Aber dadurch, dass sich die Leute gut verteilt haben, konnte jeder mal drauf gucken. Wir haben dann eben teilweise eben auch Leute mit drauf gehabt, die uns irgendwas fragen und dann eben nicht gemerkt haben, dass auch noch das Mikro an ist und so. Aber ist auch cool. Ja, eben. Aber das ist wirklich, das ist dann einfach viel lockerer. Mir ist dieser Kontakt einfach wichtig, beziehungsweise mir ist einfach wichtig, dass die Leute sehen, was wir tun und dass sie im Zweifelsfall das auch mitkriegen, wenn wir einfach mal total daneben hauen. Das passiert nämlich auch. Genauso. Ja. Früher war der DJ viel näher zum Publikum, allein schon aufgrund der Größe der Diskotheken. Aber heute ist es ja, wenn man solche Festivals sich anschaut, da steht einer ganz weit weg und ist so klein, weil es so weit weg ist und man hat gar keinen Bezug so richtig. Da hat vor kurzem übrigens einer dieser Elektro-Dance-Music-DJs hat eine Performance abgeliefert. Der ist irgendwann auf die Platten, wo die Plattenspieler standen, ist er draufgesprungen, hat dann angefangen zu tanzen. Da habe ich dann irgendwelche Hate-Nachrichten-Messages bei Facebook gesehen. Ich fand das gut, was der gemacht hat. Er hat angefangen zu tanzen, hat einfach laufen lassen und hat da irgendwelche schrägen Bewegungen gemacht, hat sich hingelegt und hat dann die Leute dazu animiert, mitzumachen, wie so eine Art großer Aerobic-Kurs. Und die meisten Menschen, die das gesehen haben, fanden den scheiße. Ich fand den gut. Das Erste, der hat was gemacht. Der hat für sein Geld, das er da verdient, und das ist reichlich, was gezeigt. Aber naja, es ist natürlich auch eine Frage vom Publikum, ob die das überhaupt alle so kapieren oder so wollen. Das auf jeden Fall. Auch ein Anspruch. Ich würde aber sagen, ihr macht Musik. Wir können natürlich Stunden reden, ich sehe es schon. Ja, keine Ahnung. Also, was laufen lassen oder was machen? Ja, ist das ein Unterschied? Nee, wir haben natürlich jetzt ein paar Stücke jetzt dabei, die lassen wir laufen, weil das... macht was. Wir sind ja auch hier videomäßig, ne? Also gut, ja, pass auf, dann lassen wir jetzt einfach Elektro-Smog laufen, weil das ist im Endeffekt somit die erste Nummer. Okay. Das heißt, wir sind nach 14 Stunden Arbeit, dreckig wie die Schweine, noch ins Studio gegangen, haben einfach die Räte angemacht und haben gesagt, oh, komm, wir daddeln mal was. Wir waren relativ unmotiviert an dem Tag, aber ich finde, es ist trotzdem interessant. Gibt es auch auf YouTube zu sehen, eben mit dieser GoPro, wo man von oben sieht, aber alle 10 Sekunden ein Bild. Deshalb sieht es teilweise ein bisschen komisch aus, weil wir ab und zu auch extrem ratlos, kopfkratzend davor stehen und man genau sieht.
Das läuft gerade nicht so, wie Sie es sich vorgestellt haben. Und das sollte ich vielleicht noch erklären, weil das habe ich im Vorfeld nicht so richtig gemacht. Ich habe immer gesagt, da kommt ein Act, der was live macht und zum Thema Elektrosmog, aber ihr seid eigentlich eine Band, also MAD, also musikalischer Abschirmdienst. Der sich getroffen hat, aus Hamburg hierher, um eine neue LP zu machen. Ja, genau. Also wir arbeiten gerade an einem Album und wollen das irgendwann releasen und mal gucken. Wir haben uns jetzt keine definitive Deadline gesetzt, aber wir sind jetzt in der Woche, wir kommen jobmäßig nicht dazu, uns wirklich oft zusammenzusetzen, und wenn es dann, wir machen beide Kulissenbau, zum Beispiel Musicalbühnen und so weiter, und wenn du da 10 oder 12 Stunden Schicht hinter dir hast, da ist es mit der Kreativität auch ein bisschen vorbei. Also Punkt, kreativ zu sein. Du kommst jetzt hier aus Hamburg und du musst jetzt diese Woche eigentlich kreativ sein. Also, das ist bei mir immer der Punkt, wo ich dann sage, Aber wenn du die Zeit hast, zu sagen, du kommst in den Modus rein, weißt du, wenn du abends schnell in den Modus rein willst und morgens musst du wieder arbeiten, das funktioniert nicht. Aber wenn du weißt, okay, wir haben jetzt hier so einen Slot von 4 oder 5 Tagen und können uns darauf konzentrieren, ne? Also wir machen nur Musik, gehen mal raus, frische Luft schnappen, gehen was essen und ansonsten brainstormen wir, probieren Sachen aus, samplen uns selber und sagen, wir schaffen erstmal ein Archiv, woraus wir nachher die Sachen zusammenstricken. So, und eine der ersten Nummern, wie gesagt, das war Elektrosmog. Ich glaube, wir machen die jetzt mal an, damit die Leute auch wieder was zu hören haben. Und bis gleich.
Tja, Elektrosmog, das hört sich auch sehr elektromäßig an. Das war recht monoton, ne, wie man gehört hat. Also wie gesagt, mehr Kreativität war an dem Abend nicht mehr von uns zu erwarten. Eigentlich wollten wir ein Stück machen, das Elektroschrott heißt. Ne? Das spielen wir nachher auch noch. Die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, ist, wie gesagt, wir haben im Erikus Kontor, Erikus Spitze, diesen Airbus- und Hubschrauber-Simulator zusammen gebaut und mussten immer den Müll halt runterbringen in die Tiefgarage. Und die hatten zwei so Gitterboxen. Da stand ganz groß Elektroschrott drauf. Okay. Und da haben wir auch das Video gedreht. Es wird auch ein Video dazu geben. Und dann haben wir diesen Elektroschrott da rausgeräumt, haben halt wie Roboter immer diesen Elektroschrott in diese Kiste gepfeffert. Ja. Da hatten wir die Musik noch gar nicht. Da hatten wir das Video im Endeffekt schon gedreht. So. Okay. Ja, manchmal muss man sich die Inspiration woanders hören, herholen. Ey. So geht mir ständig. Man sollte eigentlich nur die Augen aufhalten, wenn man unterwegs ist. Dann sieht man so viel und kann eigentlich jeden Tag eine LP machen. So. Was kommt jetzt auf uns zu? Wir werden jetzt mal versuchen, ein Ding richtig live zu machen. Ich muss dazu auch ankündigen, es wird auch Vocals dazu geben. Der Asimoto ist im Haus dann heute auch. Der Asimoto, ja. Bekannt von dem Smash-Hit vom A-Team von Autotune. Okay. Die... Die Asimoto, Asimoto, ja. Die Verbindung A-Team, THC, Hip-Hop, Rap, elektronische Musik, Crossover haben wir auch gemacht. Gitarre, Bass, Schlagzeug, er ja auch ein Album unter THC rausgebracht. Ihr hattet damals eine Sendung bei uns, also dein Team, glaubst du, A-Team, Lord Fader. 90er Jahre, das ist schon ewig her. Beatsversteigerung. Ja, Beatsversteigerung. Obwohl ja Eversonic eigentlich immer elektronische Musik hochgehalten hat, aber man hatten zwei Hip-Hop-Sendungen und eine von den Beatsversteigerungen. Das war ja eigentlich auch keine Hip-Hop-Sendung, das war ja ein Spektakel eigentlich jede Woche. Ja, öfter. Viva hat auch mal ein Spektakel von uns mitgekriegt. und unglaublich. Aber, ja. Aber ich würde sagen, wir probieren das einfach mal und gucken im Endeffekt, was dabei rauskommt. Ja. Wie gesagt, alles live. Mit einem Augenzwinkern. Ja, ich schalte mich schon mal ab. Und ich dann auch. Das ist so schön.
bewohnt durch das Amphetamin. Smiley für die Ekstase, Ephedrin und Opiate. Rauche Gras auf der Terrasse, Entspannungsschnur auch für die Nase. Gib mir Alkohol mit Nikotin und ein bisschen was zu ziehen. Und lass uns fliehen. Bitte mal die Space-Taste. Na drück doch bitte mal die Space-Taste. Ist das schlecht? Und das fällt euch bei gestern ein, vorgestern mal. Ja, völlig nüchtern vor allen Dingen. Ja, also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, aber wir machen uns natürlich auch gerne über unsere Umwelt oder die Welt, wie wir sie wahrnehmen, lustig. Und das ist nicht so ein Zustand, das ist schon hart. Ja, aber Musik ist ja in gewisser Weise auch eine Droge. Viele Leute sind immer irgendwie etwas überrascht. Soll ich dich mal muten, Malte, also, bevor das hier gleich los scheppert, ja? Alles klar, ich muss hier mal kurz muten. Wenn Sie bei mir im Auto fahren und da läuft Goa die ganze Zeit, also Alter, das geht mit dir. Ne? Echt? Brauchst du das? Ich höre das gerne beim Arbeiten und ich habe auch eigentlich eine gute Beziehung zu der Szene durch die ganzen Partys, auf denen ich gearbeitet habe. Und da kommen auch wieder teilweise Einflüsse her, ne? Wie du letztens sagt es hier bei Stilrot der See, dieses Trance-mäßige ist halt langsamer, aber im Grunde genommen dieses... Ja, ich hätte wetten können, das hat sich für mich kurz angehört, als wärst du in Indien im Urlaub gewesen vorher. Zurückgekommen auf dem See und dann das gemacht. Also dann war das doch gar nicht so weit weg. Also, ja. Nee, da war es ehrlich gesagt auch wieder umgekehrt. Ja. Ne? Sondern ich gehe ab und zu weg, Bordfahren mit ein paar Kumpels, wir mieten dann die ganze Bahn hier, Bleibtreusee oder Langenfeld, Duisburg auch schon fahren gewesen. Also ich bin jetzt kein Crack, aber ich fahre halt gern und ich bin gern der Erste am See. Dann gibt es nämlich noch keine Wellen. Ja, so das ist wie Pulverschnee fahren. Also der Snowboard fährt, der weiß, es gibt nichts Geileres wie so ein frisches Pulverschneebrett mit einem schönen breiten Board und einfach nur carven und gleiten. Und das geht auch immer nur so die ersten drei Runden. Und dann
sind andere Leute auf dem Wasser und dann brechen die Wellen. So, und diese Heckwelle irgendwie, ich habe gedacht, ich müsste mal einen Sound kreieren, der das so ein bisschen widerspiegelt, dieses Gleiten und sich treiben lassen. Und dann habe ich erst die Bilder gemacht, den Zeitlupe, und habe dann gesagt, oh, ich nehme mal ein Arpeggio hier vorne und so. Also und so ist das genau umgekehrt, ist das entstanden. Als ich das gesehen habe und dann gehört habe, fand ich so geil, dass ich jetzt, ich bin weitergekommen, ich bin schon fast vor dem Ende. Mach da einen Remix davon und vielleicht bringen wir das dann irgendwie zusammen, irgendwie auf den Markt. Also von dem, was wir jetzt gerade reden, wird es auch bald etwas geben, greifbar. Genau. In Form von, so. Genau. Jetzt sind wir im Grunde genommen völlig konzeptlos wie immer. So, das war's. Tschö. Nee. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Nummer und. Okay. War das auch dein Plan? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, also vielleicht machen wir noch mal was zum Thema Fingerdrumming. Das hattest du. Ah ja, genau. Wir haben eine Session gemacht. Also ab und zu lade ich auf so einem Kanal, der nennt sich Cosmic Cologne. Da gibt es jetzt nicht viele Abonnenten. Ist sehr experimentell. Auch mit Nick ja Analog-Session gemacht, den du ja auch ganz gut kennst. Ja. Und da habe ich zum Beispiel mit Theremin, ich habe es heute nicht mitgebracht, du wolltest gar nichts mitbringen, ja. Aber das wäre zu viel gewesen. Das kriegen wir hier nicht hin. Und das hat auch nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Aber ab und zu setzen wir uns hin. Er macht ein bisschen Fingerdrang. Ich habe noch ein Delay und Theremin und ruder ein bisschen mit den Armen dazu. Und lass das mal. Mit Punchman hast du auch schon viel zusammen gemacht, ne? Ja, aber seit Jahrzehnten schon. Ne? Also auch auf A-Team-Platten hat er ja auch schon Beats gemacht. Und im Heartbreak Hotel. Ich sage mal, das ist wahnsinnig umfangreich, Punchman, also was er so macht. Ich habe jetzt auch, wir haben jetzt eine EP von ihm veröffentlicht auf Eurosonic Records und das sind ja alle Stücke, die sind uralt, aber so zeitlos. Leider manchmal ärgerlich, dass es halt von der Qualität her, man vergisst dann halt eine MAV-Datei daraus zu machen. Ja, es geht mir auch oft so, das verschwindet dann in einem von den 10.000 Ordnern. Und irgendwann tut die Festplatte nicht mehr. Man denkt, scheiße, hätte ich es mal. Ne? Weil wenn dann einer dann da wohnt, wo er lebt und ihn ständig dann sticht und sagt, guck mal mit dem nächsten Zeug rüber. Ist natürlich ärgerlich, klar. Ja. Aber gut, dann ist es halt vergangen, dann macht man was Neues. Gut, so. Jetzt, das ist jetzt ein Stück ohne Namen, einfach experimentell. Wie gesagt, Theremin mit einem Delay. Und das ist jetzt experimentell. Das ist jetzt experimentell. Und Malte spielt einfach live dazu Fingerdrumming. Nee. Das ist nein, aber du hast damals live dazu gespielt. Er spielt nicht jetzt live, sondern es ist eine Aufnahme von einer Analog-Session, die wir gemacht haben. Okay. Und dann seid ihr durch oder wie? Oder was? Nein. Dann macht ihr noch ein bisschen live? Oder genau, dann haben wir noch einen Live-Track. Okay. Und gut. Ich mute mal wieder. Bitte. So, das war jetzt das neue Stück das von euch, Silence, ne? Das war das neue Stück von euch, Silence, ne? Genau, ne, Stille Gut der See, da danke, haben wir ja eben drüber gesprochen. Danke an die Bar für den Hinweis, der Hörer hat gerade, der Andi hat gerade gesagt, wir senden nichts. Fangen nochmal an. Aber jetzt, ne? So, jetzt geht's aber los. Ist halt live, ne? Passiert. Das war nicht typisch. Thank you.
Techno sind die Stücke länger. Ja, ja, wie gesagt, war experimentell so eine Session und das ist ja jetzt auch in der Art experimentell, dass es einem irgendwann das Risiko, dass es einem auf die Nerven geht, ist ja auch immer gegeben. Um Gottes Willen. Wenn wir schon mal Fingerrhyming singen, ich gebe nochmal den Malte zurück. Wie gesagt, mit Lord Vader. Also ab und zu baue ich auch kleine Kisten, so Vestax-Plattenspieler zum Scratchen umgebaut für den Ralf und danach haben wir einen Track gemacht. Ich würde das jetzt nicht so laut erzählen, weil es kann gut sein, dass dann einige, die jetzt zuhören, auf die Idee kommen, dich dabei anzufragen, ne, dass du da hier... Ja, muss an den Klaus Bernecker verweisen, okay, der den mittlerweile aus einem 3D-Drucker rausspuckt. Und also kleine Vestax, es gab mal Vestax-Plattenspieler, die konnte man mitnehmen für unterwegs, und die habt ihr umgebaut zum Scratchen. Ja, ja, die laufen auch vor und vorwärts und rückwärts und stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Der DJ Becku, der bastelt auch solche Dinger oder meistens das, was ich da zusammen brate, baut er dann nochmal einen schönen nach. Also Grüße an den. Aber ich gebe nochmal rüber an den Malte, bevor er den Track startet, weil der sicherlich auch noch was dazu zu sagen hat. In dem Video sieht man ja auch, wie er in Hamburg in der Küche sitzt und diesen Beat spielt und das Schöne in diesem multimedialen Zeitalter, in dem wir leben. Man ist ja doch näher zusammen, obwohl man räumlich getrennt ist. Ja, das hat nicht nur alles Nachteile, ne? So, ja, das ist auch schön. Ist denn Fingerdrumming eine Disziplin? Auf jeden Fall. Also ich hab das natürlich schon öfters gehört, aber ich habe das natürlich nur als Aktion wahrgenommen. Aber du hast es jetzt so oft erwähnt, das muss ich jetzt nachfragen. Anscheinend ist das wirklich auch Schon Sport irgendwie, ja. Also es ist aber auch, es wird ganz unterschiedlich verstanden. Also wenn man jetzt so bei YouTube mal Fingerdrumming eingibt, sind oftmals Sachen dabei, wo Leute im Grunde genommen mehr oder weniger einen Loop nach dem nächsten anmachen oder eben verschiedene Patches starten. Ja. So gerade mit Maschinen kann man das sehr gut machen. Also hat ganz viele tolle Funktionen. Man kann aber eben auch ganz viele Patterns vorbereiten und dann kann ich quasi, dann tippe ich hier zwar drauf rum, aber habe dann letzten Endes eigentlich einen Pattern nach dem nächsten, was ich hier irgendwie abspiele. Dann gibt es Leute wie Jeremy Ellis, so mein Gott quasi, der einfach unglaublich live spielt, bei dem man einfach auch weiß, dass wirklich pro Tasse ist nur ein Geräusch. Und das, was der da alles live veranstaltet, spielt er alles gleichzeitig. Also ich krieg's so nicht hin. Er ist auch... ich glaube, er hat mal erzählt, seine Familie spielt seit 150 Jahren Klavier, also der ist ausgebildeter Pianist. Und der hat sich halt, und das fand ich halt sehr geil, das hat mich auch damals sehr inspiriert, der hat sich eben gesagt, er hat sich liebte Hip-Hop, hat sich Hip-Hop-Sachen angeguckt und hat sich dann gewundert, warum die halt immer mit so einem Einfingersystem nur da drauf rumkloppen, dann teilweise einfach immer Kick-Snare einspielen und dann die Hi-Hat nochmal separat und so. Und er sich dann eben gesagt hat, ach, das kann man doch alles gleichzeitig machen. Und dann hat er sich halt damit auseinandergesetzt und spielt unglaublich. Also den würde ich gerne nochmal live sehen. Ich gucke halt auch immer, was es da so Neues gibt. Und es gibt aber alle möglichen Leute, die ganz unterschiedlich spielen. Also die haben zwar oftmals so ein 16-Pad-Sequenz, 16-Pad, Drumpad so und die Belegungen sind ganz unterschiedlich, die Spielarten sind ganz unterschiedlich, also das ist schon auf jeden Fall super interessant. Für mich war es so, um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen zu dem nächsten Titel, den wir hören, Frank hatte, ich weiß gar nicht, mit irgendjemandem mal dieses Stück gemacht, also hat ursprünglich... Also das sollte eigentlich ein Stück mit Log und Degenhardt zusammen werden. Da ist ja auch aus persönlichen Gründen nichts draus geworden. Also der Log macht seinen Meister gerade, hat nicht mehr so viel Zeit für Musik zu machen. Ich fand den Text aber ganz witzig, auch mit diesen Kinski-Samples. Und deshalb haben wir es dann gemacht. Und wenn die Jungs dann fertig sind, schreibe ich halt einen neuen Text, habe ich mir gedacht. Und deshalb gibt es das halt jetzt. Ja, so einen Text schreibst du ja auch mal eben schnell. Das ist ja wirklich bei Frank überhaupt kein Problem, im Gegensatz zu mir, der sich da echt selbst zerfleischt mit irgendwelchen Texten. Nee, und was ich dazu noch sagen wollte, ich fand es halt geil, das Original war sowieso schon ziemlich cool, war aber monsterschnell und war im Grunde genommen irgendwie so ein Hardcore-Track, mehr oder weniger. So, und ich habe dann gedacht, so ja, was kann ich denn jetzt daraus machen? Und habe dann eben so einen totalen Gegensatz draus gemacht. Also ich
höre mir halt die Sachen, die ich remixen möchte, und ich mache halt auch immer so ein paar Remix-Geschichten zwischendurch, einfach um Neues auszuprobieren. Habe mir das dann alleine angehört und habe dann ja eben was ganz anderes dazu gemacht, und irgendwie hat das dann so eine Eigendynamik gekriegt. Das war eigentlich so ein Tester. Ja, und dann war es eben so, dass dann Lord Vader noch dazugekommen ist und einfach auch noch geile Sachen reingescratcht hat. Vor allen Dingen eben so ein Scratch-Style da auch mit reingebracht hat, der mir persönlich wirklich am Herzen liegt. Also wo es eben nicht einfach nur die Show-Performance ist, sondern wo einfach das ganze Stück einmal richtig durchgenudelt wird irgendwie noch. Und da haben wir dann mehr oder weniger auch über die Distanz so eine One-in-One-Geschichte gemacht, also wo er einmal komplett das Ding durchscratcht und ich dann ganz allmählich wieder mit einsteige. Da hoffe ich, dass wir das irgendwann auch nochmal live hinkriegen. Und das haben wir jetzt? Das würde ich jetzt einfach mal machen. Hast du so viel Werbung davon gemacht. Entweder wie die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Der Job stinkt, aber bare Münze klingt warmer. Dekadenz, Wing, Laber, aber scheiß Karma. Das Niveau sinkt, toll, alle Gäste sind voll. Vom Alko, was? Hol. Drama, Baby, Drama. Ich sag mal so, was? Alle geben jetzt Gas. Wenn Äbte heut, ne Äbte, mein Gras. Hab ich nicht gewusst, krass. Rauchen die das, sag. Brauchst du was, kaufst du das, mach das nicht zum Spaß. Er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Jeder Mann zeigt, was er kann, zeigt, was er hat und geht damit an. Blinkender, funkelnder Klug am Arm, checkt aber dann. Wertloser Kram und nix wert, aber hört, hört, ihr seid alle gestört und gehört, geprügelt, bis ihr kapiert ihr. Seid der stinkende Siff auf dem sinkenden Schiff. Oder Elan, der Dreck und Leck und dann deckt der Titanic das Rap. So wie Trap, komplett ohne Zweck. Und einfach nur Rack. Halt die Schnauze, du dummes Sau! Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Beknackter, lebender Fremdschämcharakter, wie ein abgefuckter Handelsfachpacker, sag packter sein Leben oder verkackter. Mein Style bei der Nummer hier ein ziemlich abstrakter. Friss oder stirbt man, glaub's oder nicht. Ich mache den Scheiß bis zum jüngsten Gericht. Mein goldenes Antlitz blendet es dich wie mein audiovisuelles Gedicht. Verstehst du? Kannst du deine eigene Scheiße fressen? Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist. So, das war jetzt Hip-Hop. Ja. Lord Vader, du und Malte im Finger-Drumming. Genau. Hammer. Zu dem Finger-Drumming noch eine Frage. Sind die Hersteller darauf eingestellt? Also die Hersteller dieser Pads? Ja. Ja? Ja, schon. Also gerade jetzt, ich habe ja hier noch von Akai halt so einen Teil, die ja auch den MPC gemacht haben. Ja. Und also gerade, wenn man sich so Sachen wie Jay Dilla anguckt oder einige andere, da ist es halt eine Disziplin. Es gibt auch Wettbewerbe zum Fingerdrumming. Ja. Aber gerade bei den Wettbewerben findet man, oder ich finde da relativ wenig live, weil du hast meistens einen, der alle anderen wegspielt und die anderen brauchen eigentlich gar nichts mehr zu machen. Das Doofe ist eben auch, dass es dann wie soll man sagen, gar nicht wirklich zum Wettbewerb kommt. Es gibt einfach ein paar Leute, die spielen Bombe und dann sind viele Leute, die es gerne möchten. Ich kann eigentlich nicht sagen, es steckt nur in den Kinderschuhen, aber andererseits, wenn ich mir so angucke, was es so an Beatbox-Wettbewerben und gibt, denke ich oder hoffe ich, dass da einfach auch noch mehr kommt. Möglich. Also dann ist das Fingerdrumming aufgrund der Geräte entstanden und nicht andersrum. Eigentlich ja, genau. So, richtig, weil es auf dem Keyboard total bescheuert ist, Schlagzeug zu spielen. Also ich habe einen Kumpel, der hat alles auch auf dem Keyboard gespielt und finde ich auch bewundernswert. Für mich ist es halt auch, wenn man jetzt Pianist ist, ist es trotzdem schwer, eben dicht beieinander liegende Tasten direkt zu spielen. Und so habe ich einen besseren Überblick. Ich kann auch mit dem Daumen und Zeigefinger gleichzeitig Sachen spielen, also dass ich mit dem Daumen die Kick spiele und mit dem Zeigefinger halt noch irgendein Sample losschieße oder irgendein Geräusch. Aber dein Wunsch nach mehr Fingersystem wird da schwierig bei so einem Pad. Also da müsste man ja schon... Ja, gut, also es kommt drauf an, wie ich da meine Finger bewege. Also wie gesagt, man kann sich mal Jeremy Ellis live angucken. Jeremy Ellis und der spielt also so ziemlich mit allen Fingern gleichzeitig. Vielleicht hat er Daumen mal zwischendurch Pause, aber der spielt halt auch mehrere Rhythmen mit verschiedenen Fingern. Also der ist so der Tito Puente des Fingerdrummings und kann halt wirklich verschiedene Rhythmen spielen. Werde ich im Leben nicht hinkriegen. Also. Ja, machst du viele andere Sachen wahrscheinlich. Ja.
drehen. Du hast, das wollte ich dich vorher schon fragen, da ist ein Gerät und da geht ein Schlauch raus, ein Holer. Ne? Ja, das ist eine Talkbox. Eine Talkbox, also, die ist so. Die ich so noch nie gesehen habe. Ja, genau. Ich habe früher so Crossover-mäßig mir immer das Basssignal genommen, habe es den Hund dazu moduliert. Also ein bisschen Goa-mäßig auch schon wieder, ne? Diese treibenden Basslines. Simulierst das Ganze mit dem Mund und mit dem Schlauch? Mit dem Mund mache ich das gleich, ja. Genau, das heißt, da kommt dann ein Luftdruck rein, also rein von der Technik? Nein, das ist ein kleiner Lautsprecher drin. Ja. Und der Schall kommt durch den Schlauch in den Mund. Ja. Und je nachdem, wie ich den Mund forme. Ja. Ich kann das ja mal kurz. Ja, wow. Wow. Ja, dann, das kommt. Also, das ist ein ganz einfaches Prinzip eigentlich. Logisch, ist schon uralt. Ja. Also, Peter Frampton, sicherlich bei allen Talkbox-Leuten bekannt. Genau. Ganzes Album damit gemacht, bis man es wirklich nicht mehr hören wollte. Ja. Muss ich sagen, ich habe die Platte. Aber fand ich cool. Macht Spaß auf der Bühne. Aber man darf es auch da nicht übertreiben, weil irgendwann geht es einem auch auf den Sack dann. Ja, allerdings. Dann gehst du uns jetzt auf den Sack damit? Ja. Genau, das hast du schön gesagt. Ja. Alles klar. Gut. Ja, der Malte startet mal. Ich versuche mal einzusteigen. Also das ist jetzt wirklich voll Improvisationstheater. Okay. We'll be right back.
Dankeschön, dankeschön. Nee, wie gesagt, also... Ja, wie gesagt, wow, muss ich echt sagen. Diese Flächenelemente, wie hast du die, oder kamen die von ihm auch? Das ist ja, was so angehört hat, wie Strings? Sowohl als auch, ja. Also jetzt irgendwie so das Melodiechen und so weiter kam von... Dieses, genau, diese... Ding, ja. Total schrägen Geräusche eigentlich auch und Frank hat jetzt eigentlich mehr so die... ganze Wah-Wah. Ja, aber experimentell war das nicht und auch nicht schräg. Das ist also ein sehr geiler Song gewesen. War ein Punkt. Ja, also, es, ja. Also es ist natürlich immer ein Risiko, weil zur Beschreibung, ich habe hier so ein Triple Delay, da sind drei Delays drin. Es ist eigentlich ein Gitarreneffektgerät. Das hat aber so einen schönen Tap-Schalter. Das heißt, ich kann mein Delay immer synchronisieren, wenn ich es höre. Ah, okay. Ja, das ist also Human Synchronizing. Okay. Es gibt nichts Schlimmeres wie Delays, die nicht zum Rhythmus passen und irgendwo hineiern. Ja. Ne? Ja, und, totally. So nach und nach, ja, weißt du so, du hast hier deine Analogeinstellung, Space und so weiter. Das Ding kann unheimlich viel. Das habe ich jetzt auch schon entdeckt hier. Das ist, das würde mir als Plugin schon mal reichen. Das Ding macht Effekte. Also als Plugin gibt es das auch tatsächlich, aber hier hast du natürlich Knöpfe und Schalter. Du hast hier 1, 2, 3 und kannst in Echtzeit quasi mit diesen Endlospotis, wie soll man sagen, dich immer wieder neu einstellen und mal das Delay bis ans Ende auslaufen lassen, drehst es aber zurück. Du kannst das eigentlich auch als Looper einsetzen zum Beispiel. Aha. DubFX arbeitet viel mit solchen Sachen, okay. Sicherlich auch bekannt und ja. Naja, also wirklich begeistert. Da könnte man jetzt Stunden weitermachen eigentlich. Ne? Ja, wir machen auch oft Stunden. Es gibt ja noch so alte Sessions. Früher haben wir ja so Open Stage Sessions gemacht. Raum 3 hieß das. So hat es eben Olga Tschukai gesagt, Jacke Liebezeit, Stefan Krachten, Oleg Gelber, der ja auch mal beim A-Team gespielt hat. Der hat aber bei Dunkelziffer dann gespielt. Ken sicherlich. Jacke ist ja leider auch verstorben vor kurzem. Ja, Holger auch. Und ja. Stollwerk, die alten Proberäume und so weiter. Früher noch Renania. Also das Renania ist der Grund, weshalb ich meine erste Platte gemacht habe, weil sie mir da die Fresse poliert haben wegen meinen Texten. Deshalb heißt die erste Platte auch Alles Absicht. Alles dann live weg, wurde es quasi dann hin attackiert. Nee, ja, ich hab nur zwei Worte sagen können, dann habe ich ja schon auf die Fresse gekriegt. Okay. Ja. Ja, aber der WDR hat es halt, das war eine Sendung für den WDR. Okay. Und deshalb hatten wir hinterher auch die Aufnahmen aus dem Publikum. Ne, lustig ist nicht, weil davon war das Evosonic Radio Studio, also das erste da unten. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, also es ist alles in einer Ecke passiert. Ja, aber Kultur stirbt aus in Köln, leider muss man mal sagen. Das ist alles weg, alles hypermodern, super teuer. Mhm. Jetzt Underground ist weg. Ja. Ne? Und irgendwie schade. Proberäume sind unerschwinglich geworden in Köln. Also teurer wie jede Wohnung. Ne? Ja. 13, 15, 20 Euro der Quadratmeter. Ne? Muss ja zu dritt teilen. Und ja. Ich habe einen Proberaum angeboten gekriegt, der lag bei 38 Euro den Quadratmeter. Also das ist schon, da ist der Preis schon darauf angelegt, dass sie sich sowieso 5 Bands teilen. In Hamburg ist es genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Also, ja.
dann ist quasi auch wieder Berlin. Das, aber da ist ja auch bestimmt nicht. Ja, die Metropolen, das wird halt zusehend enger und man will, ich sage mir, Pöbel und Gesocks will man ja nicht in der Nachbarschaft haben. Ne? Also wenn, hätte man gern irgendwelche Juppies, die sich das auch leisten können. Hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Ist im Schwabenland nicht anders, ist zwar besser geworden, dank den Fantastischen Vier übrigens, das ist da ein bisschen offener geworden, aber als zu meiner Zeit davor, Proberaum, das ist der Krach, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ja, ja, und da wir nehmen alle Drogen. Ja, ja, gewalttätig, guck mal, das tätowiert. So einer kommt mir nicht ins Haus. Gottes Willen. Orgien feiern, die machen gar keine Musik, ist noch vorgeschoben. Ist eigentlich ein Wunder, dass dann dennoch solche Sachen entstehen, die dann irgendwie doch auch größer werden oder halt. Ja, auch ja, auch Love Parade. Ich habe ja auch viele Jahre auf der Love Parade gearbeitet, da haben wir noch für Megakult, für Camel Move, Camel Air Rave, Raven Cruise und so weiter. Das war ja die Hochzeit mit Marusha, Genlock und so weiter. Daher kenne ich auch diese ganzen Jungs. Ich habe aber halt da immer gearbeitet. Und das waren ja 1,5 Millionen Leute, alles Drogensüchtige. Natürlich, durch die Bank weg. Alle Drogensüchtige. Und alle haben gleichzeitig im Park gepisst, das war das Problem. Das kommt noch hinzu. Also das wäre ja ganz einfach nachzuweisen gewesen. Die Polizei hätte einfach nur mit dem Becher rumgehen müssen. Ja. Ne? Theoretisch, sage ich jetzt. Da hat sich was alleine entwickelt. Gut, lass uns nicht davon anfangen. Wir haben alle unsere Erfahrung gemacht. Das Land der Dichter und Denker, sage ich noch. Ne? Der Dichten. Der Dichten Denker. Der Henker. Okay. Ja, also wir haben jetzt noch ein Stück, das ist, wie gesagt, Elektroschrott, wo wir gesagt haben, dass quasi das Airbus-mäßig, genau. Was am Müllcontainer entstanden ist. Vielleicht will der Malte noch was dazu sagen. Es ist noch nicht ganz fertig. Wir haben es eben noch irgendwie halbwegs hörbar zusammengeschustert. Mit dem Refrain sind wir noch nicht ganz so zufrieden. Okay. Aber es hat immerhin einen Refrain, das hat eine Struktur. So, ganz im Gegensatz zu dem, was wir bisher gehört haben. Ich habe das jetzt nicht vermisst. Ja, also ich würde auch mal sagen, dieses Stück ist eigentlich nie fertig, weil letzten Endes, wie du ja vorhin schon erzählt hast, ist es ja quasi unser erster Track. Der ist ja quasi entstanden, bevor wir überhaupt ein Tönchen Musik gemacht haben. Und ich erinnere mich noch, dass wir, das ist im Grunde genommen zur gleichen Zeit wie Elektrosmog, wahrscheinlich ein, zwei Tage später gewesen, dass wir das aufgenommen haben. Und am Anfang, Frank hat da halt einfach ein paar Samples aufgenommen und meinte dann, ja, und nachher klingt das total cool. Und ich stand da wie Ochs vom Berg und wusste nicht, was ich irgendwie damit anfangen soll. Das ist die Kunst, vorher zu wissen, wie es sich nachher anhört. Richtig, so. Genau. Naja, und letzten Endes war es dann aber so, dass ich dann da mehr oder weniger so ein bisschen verzweifelt bin. Dann habe ich es auch immer vor mir hergeschoben und immer irgendwas anderes noch gemacht, wie das halt so ist. Dann habe ich das Frank mal wieder zurückgeschickt, der hat das dann mal zusammensortiert, mir wieder zugeschickt. Und dann war es bei mir so, dass ich den eigentlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, weil ich irgendwie dachte, ja, ist schon ganz geil, aber es ist super viel drin und ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll mit dem Aufräumen. Komm, wir machen es einfach neu. Und dann habe ich, glaube ich, das bestimmt 3 oder 4 Mal probiert und eigentlich war jedes Mal von Frank die Antwort, ja, wie jetzt das? Das soll jetzt die Alternative sein? Also, das soll mal einer verstehen. So, dann wusste ich, ja, okay, alles klar, dann versuche ich es doch nochmal. Und letzten Endes kann man sagen, es sind mehrere Ansätze gewesen. Es ist eigentlich fast alles davon ist aus dem Original Tune, also mit ein bisschen Ausdünnen und so weiter. Nur an die Schlagzeuge muss ich dann irgendwie nochmal ran, weil da muss ja noch ein bisschen Wumms dahinter. Und mittlerweile bin ich echt ganz dankbar dafür, dass der ganze Kram eigentlich so ist, wie wir es damals aufgenommen haben. Wie gesagt, immer mit rausnehmen, aber es sind alle Elemente noch drin. Sie sitzen nur an anderen verschiedenen Stellen, dass sie nicht alle gleichzeitig spielen. So, und jetzt stellen wir uns alle noch eine Tiefgarage vor bei Airbus mit diesen ganzen... Den zwei Elektroschrott-Container. Genau, richtig. Und dann sind wir mittendrin. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Also es ist, wie gesagt, jetzt auch mit Spoken Word oder mit einer Art Rap und Kunst, ja. Ich glaube, alles, sowas nennt man tatsächlich Spoken Word mittlerweile, ja. Ja, genau. Ne? Alles, was erfolgreich ist, ist Kommerz. Ja, ja, der Rest alles, was nicht, der Rest ist Elektronika. Kunst. Genau, Kunst. Ach, du machst elektronische Musik. Ja, ich auch. Ich mache auch sowas. Dafür hat man dieses Genre Elektronika erfunden, was man nicht zuordnen kann. Ne? Oder Downtempo ist auch ein geiler Begriff. No, ich rappe auch übrigens. Ja, langsam. Ja, gut. Nee, also jetzt? Mach mal. Play. Okay. Das ist dann das Letzte, oder wie? Das ist eigentlich das Letzte von dem, was wir mitgebracht haben. Nee, das stimmt nicht ganz. Wir haben noch ein Stück, das können wir dann quasi, wenn wir fertig sind, können wir das ausspielen lassen, dass du den Changeover machen kannst.
Da sagen wir aber gleich noch ein paar Takte zu, weil okay. Das war, bevor wir uns wieder über den Weg gelaufen sind, aber aufgrund einer CD, die Malte aufgenommen hat, als wir, wenn ihr in der Schießdame nicht das rausgebracht hat. Also wir reden jetzt von etwas, was 92 angefangen hat und 2012 fertiggestellt wurde. Ein Stück früher, was auf unseren Konzerten halt letzten Endes. Also wir haben gespielt, entweder zuerst oder danach. Ja, genau. Das ist ein permanenter Track da gewesen. Die Langeweile, die Langeweile, oh, oh. Die und so haben wir den Link zu dieser Sendung Julika Spezial, das ist 1995 entstanden und jetzt neu aufgelegt, 2018 kommt quasi hin. Na? Genau, zeitlos. Ja, eben. Eben. Ist der Drucker kaputt? Elektroschrott. Ist der Drucker kaputt? Elektroschrott. Toaster, Monitor, Trockner und Laptop, alles muss fort. Toaster, Monitor, Trockner und Laptop, alles muss fort. Toaster, Monitor, Trockner und Laptop, alles muss fort. Zum Elektroschrott. Der neue Computer mäht mich bekloppt. Elektroschrott. Das Menü von dem iBook will mir nicht in der Kopf. Elektroschrott. Was erzeugt Nachfrage? Durch Angebot. Elektroschrott. Und wo sitzt denn der Zweite bei seinem Job? Und wo sitzt denn der Zweite bei seinem Job? Vor Elektroschrott. Schüttel den Kopf und mach den Robocop. Tanz den Robocop. Robocop Kopfschuh. Bist du bekloppt? Nee, dann schüttel den Kopf und tanz den Robocop. Elektroschock Kasapschuh. Du mutierst zum Idiot und wirst dumm wie Brot. Gehst du raus vor die Tür ohne Anruf. Woher kommt der ganze Elektrosmog? Vom Elektroschrott. Darum werden alle Stecker rausgerobbt. Vom Elektroschrott. Dann hier mit Blitz und Donner und Elektroschock. Denn womit zockt selbst der liebe Jott? Elektroschrott. Schüttel den Kopf und mach den Robocop. Tanz den Robocop. Robocop Kasachok. Bist du bekloppt? Nee, dann schüttel den Kopf und tanz den Robocop. Elektroschock, Kasachok. Womit fahren wir zur Arbeit und auch wieder fort mit Elektroschrott? Alle ferngesteuert wegen Autopilot. Elektroschrott. Der Dreck muss weg, wohin ist egal, aber Hauptsache fort. Elektroschrott. Der Recyclinghofschredder ist das neue Schafott für Elektroschrott. Und wir fahren zur Arbeit und auch wieder fort mit Elektroschrott. Elektroschrott? Elektroschrott. 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 Elektroschrott.
Das war mal ein Outro. Das hätte euch auch noch nicht eingefallen. Ja, Malte hat gedacht, ich schneide es ab. Aber ich habe es dran gelassen, weil es so schön bekloppt war. Ja, nee, ich habe gedacht, könnte ruhig noch ein bisschen weitergehen. Bleibt jetzt noch, können wir jetzt auch die Frage klären, die wir ja auch als Gag so als erstes hatten, was diese Stunde Auftritt von euch bei uns betrifft. Ist Elektrosmog denn jetzt gefährlich? Ja, unbedingt. Unbedingt, ja. Also du siehst ja, was passiert, wenn man die ganze Zeit dieser gefährlichen Strahlung ausgesetzt ist. Zu spät. Bei mir ist es zu spät. Ja, ja. Aber es ist nicht so, dass es wehtut. Also, ja, nee, ne? Manchmal tut es auch weh. Manchmal muss es wehtun, damit man weiß, dass man noch lebt. Das ist auch so ein Motto. Hast du recht, ja. Aber das, was du hier gesagt hast in diesem Song, ist ja alles wahr. Ist ja nichts rein künstlerisch dahergeholt, sondern es stimmt. Also ja, machst du es sowieso gerne, ne? Über die Wahrheit. Rappen. Ich weiß nicht die Wahrheit, aber ich bin halt sehr viel unterwegs, wie Malte auch. Ja. Und deshalb treffen wir auch wirklich unheimlich viele Menschen und haben immer Anekdoten parat. Also gerade wenn du so Kulissenbau machst, wie Malte und ich, da rennen manchmal Leute rum, wo du denkst, Alter, also... Wieso? Wenn er nach Hause geht, was macht er eigentlich, wenn er zu Hause ist? Das finde ich auch oft. Wenn ich Leute sehe, die mir komisch vorkommen, dann frage ich mich immer, wie sieht das aus bei ihm zu Hause? Da wäre ich gern Mäuschen übrigens. Was macht er zu Hause? Was erwartet ihn da? Was erwartet die auf ihn warten? Wie läuft das Leben? Ja, ja, genau. Wahrscheinlich die Frage stelle ich mir auch oft. Einfacher wahrscheinlich sein. Aber. Nee? Ja, aber teilweise, du kennst es ja selber. Alles nette Leute, mit denen du zurechtkommst, aber wo du denkst, oh, ja. Gefährlich. Ja. Wie hat er denn so weit hier? Wie ist er so alt geworden? Ja, ja, genau. Mit dem, was er redet, wie er redet und wie er mit Werkzeug umgeht. Der hat noch alle Finger, ich glaube es ja nicht. Oder wer hat da nicht aufgepasst? Wer hat ihn durchgelassen? So? Also ich sag mal, der Job und die Musik und die Leute, die man da kennenlernt, das sind auch oft, dann sind es Studenten oder auch Musiker, die sich das dazu verdienen, wie wir halt auch, ne? Weil es da auch nicht so läuft, dass wir uns jetzt da den Hummer vor der Villa leisten können. Aber ich glaube, das führt doch dazu, dass es nie, ja, wie soll man das sagen? Erfolg schottet manchmal ab. Ich weiß nicht, wer das letztens in einem Interview gesagt hat. Der hat gesagt, ich konnte gar keine neuen Ideen mehr entwickeln, weil ich war so sehr damit beschäftigt, von Auftritt zu Auftritt zu hasten und Interviews zu geben und so weiter. Und dann war ich leer. Avicii ist ein berühmter DJ gewesen im Elektro-Dance-Music-Bereich. Der hat sich das Leben genommen, obwohl er am Höhepunkt seiner Karriere war. Und kurz davor hat man eine Dokumentation mit ihm gedreht, wo man da noch nicht wusste, was er vorhatte. Und dann macht es auf einmal Sinn. Ne? Also es tatsächlich, er hatte auch keine Chance mehr, seine Kreativität ausleben zu lassen. Ja, also ich sag mal von daher, ich sag, das Leben, also unser Leben ist auf jeden Fall relativ anstrengend teilweise. Ja, macht es aber euch selber anstrengend, ne? Ja. Aber ja, auch mit gutem Grund. Also zum Beispiel für mich ist es so gewesen, dass ich mir damals gesagt habe, als wir angefangen haben, Musik zu machen, dass wenn ich das nicht innerhalb von 10 Jahren schaffe, davon zumindest meine Miete oder die Versicherung zu zahlen, dass ich dann mir eine reguläre Arbeit suche. Also ich habe halt vorher immer alles Mögliche nebenbei gemacht, was man eben so nebenbei machen kann. Das ist dann meistens Bar oder Veranstaltungskrams und so weiter, wo man Schichten tauschen kann, wenn man Konzerte hat und so weiter. Nee, und ich habe mir halt gesagt, also wenn das nicht innerhalb von 10 Jahren klappt mit dem, worauf ich Bock habe, dann werde ich mein Geld mit anderen Sachen verdienen, damit ich weiter die Musik machen kann, die mir am Herzen liegt, die mir wichtig ist. Ich habe ehrlich gesagt doch einige Freunde dadurch verloren, dass die relativ erfolgreich gewesen sind, aber eben mit Sachen, die sie selber gar nicht so geil fanden. Nee. Das war aber lief halt und sie haben damit Geld verdient. Und das ging ganz schnell. Also es hat nicht mal 2 Jahre gedauert, dass sie nach Feierabend genau den Scheiß auch zu Hause gemacht haben und die überhaupt keine ordentliche Musik mehr machen konnten. Und da habe ich immer total Angst vor gehabt, dass ich quasi meine Seele verliere bei der ganzen Geschichte. Das endet auch nicht gut, ja. Genau, nee, und dann habe ich mir halt gesagt, also dann leiste ich mir das lieber, das zu machen, worauf ich Bock habe, auch wenn ich weniger Zeit dafür habe. Klar, wir wünschen uns die ganze Zeit, dass wir eigentlich mehr Zeit
dafür verwenden könnten, so wie wir das jetzt gerade machen und am besten noch dafür bezahlt werden, mit dem, worauf wir Lust haben. Ja. Aber es ist halt letzten Endes so, also dieser Spruch von wegen, mach das, was du liebst und du wirst nie wieder in deinem Leben arbeiten, ist natürlich Quatsch, weil letzten Endes, also wenn ich mir angucke, ist eigentlich so ein, weiß ich gar nicht, so ein Spruch, glaube ich, von sehr erfolgreichen Künstlern. Ja, das kann man natürlich sagen, wenn man so weit ist, ne? Ja, ob er es so meint, ist die andere Frage. Ja. Also das muss ja schon, das ist ja wie im Lotto gewinnen. Insofern ist es halt so, wenn man das machen möchte, worauf man Lust hat, dann muss man schon auch damit rechnen, dass man mit anderen Sachen sein Geld macht. Ja, also man sollte sich genau überlegen, wenn man erfolgreich werden will, was man da tut, weil das wird man nachher machen müssen. Dann, ja. Und zwar täglich und zwar immer wieder. Also ich habe es ja auch erfolgreich vermieden. Ja, ist aber auch eine Kunst, ne? Nein, es ist ja so, Plattenfirmen sind immer auf der Suche. Also gerade am Anfang, wo das war, die Fantas, Rödelheim und so weiter kamen, wir waren ja auch ganz am Anfang mit dabei. Und ich weiß noch, es lag ein Vertrag von Sony auf dem Tisch, es lag Beigeld auf dem Tisch, nach dem Motto, muss ich unterschreiben. Aber es war halt ein Bandübernahmevertrag damals und das ist halt der Tod dieses Künstlers. Also du gibst quasi deine komplette Personality ab und so weiter, darfst deinen eigenen Namen nicht mehr benutzen und so weiter. Und ich habe den dann damals nicht unterschrieben, auch wegen ein paar Paragraphen, wo ich gesagt habe, das könnt ihr rausstreichen. Dann haben die gesagt, nein, das ist ja nur Standardregelwerk, das wird ja nie angewendet. Ich sage ja, genau deshalb könnt ihr das ja rausstreichen. Das wollten die nicht. Und dann haben wir, wie gesagt, diese erste Platte einfach gemacht. Und ich habe da schon gedacht, du musst vorsichtig sein, dass du nicht in die Fänge dieser Marketingabteilung und so weiter kommst, weil die suchen Potenzial, was ein paar Jahre verheizen können und dann kommt der nächste halt dran, weil sich so ein Künstler ja auch ein Stück weit verbraucht. Und es gibt noch wenige, die es wirklich geschafft haben. Jetzt Fantas hat es eben gesagt. Das wollte ich gerade ansprechen. Auch die machen das doch bestimmt aus Liebe, was sie tun. Und die haben es tatsächlich dann auch so geschafft. Ja, also unbedingt. Ja. Ne? Ja. Ansonsten hältst du das gar nicht so lange aus, glaube ich. Ne? Vor allem auch in diesem Land, wo ja der König so nichts zählt, da muss man diese Hürde erstmal überspringen, dass man dann doch was zählt. Ja. Und dann mit deutschen Texten kann man ja nicht ins Ausland, sondern dann muss man es hier durchziehen. Ach ja, Rammstein hat es auch. Ja, also ja gut, das war auch nicht geplant. Kommt selten vor, die Teutonen im Baseballstadion. Ne? Ja, aber natürlich. Gut. Auf jeden Fall, wir machen es aus Liebe. Ich auch. Genau. Wir haben jetzt zwar sehr viele Zuhörer, aber unterm Strich frage ich mich dann manchmal auch, muss es jetzt bis 5 Uhr morgens sein? Aber ich werde bestimmt bis 5 Uhr morgens machen. Ja gut, aber... Mir geht es auch um die Musik einfach. Ja, ich mache halt einfach gerne die Musik. Und am besten noch die ich am gernsten hören würde. Im Club hätte ich schon wieder die Schwierigkeit, da muss die Tanzfläche wieder voll sein und so weiter und so fort. Ja, das habe ich auch, erlebt. Im Rose Club Kombinalclub aufgelegt und dann es war voll und lass mal das laufen. Ja, ich habe gesagt, dann ruf jemand an, der früher in der Backwanne aufgelegt hat. Da konntest du einen Zettel hinlegen, aber ich spiele das, was spielen, wenn mir es nicht gefällt, dann ruf mich einfach nicht mehr an. Ja, so einfach ist es. Ja. Punkt. Und aus purer Fragigkeit lege ich auch gerne mal 3 Stück Public Enemy auf. Ja, erst recht. Und dann erst recht. Ich kann auch anders. Dann erst recht, ja. So, aber auch ein Punkt, ich nutze das jetzt mal als abschließendes Wort sozusagen. Sehr gut. Ein Stück, was wirklich uralt ist, also der Ursprung 92. Ich habe es 2012 nochmal in die Hand genommen, habe aber so ein Video dazu gemalt auf Kästchenpapier, so Quadrate. Das ist ein Zeichentrickfilm. Da war auch wieder der Film, der Zeichentrickfilm war zuerst da und dann habe ich gedacht, ist mir dieser der Track von Malte in den Sinn gekommen, die Langeweile und der Spruch von unseren Eltern, du kennst ihn auch noch, wenn du sagst, ja Mama, ich habe Langeweile und dann spiel doch was. Meine Mutter hat immer gesagt, mach doch was. Spiel doch was, genau. So, und dann... ja, ich denke. Und dann der Zusatz, und dann kommst du auf keine dumme Gedanken. Ja, auf keine dummen Gedanken. Kommt drauf an, mit dem Chemiebaukasten sah das dann auch schon wieder ganz anders aus. Ne? Aber ich sag mal, also erstmal, ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung hier zu InfoSonic. Ich bedanke mich, dass ihr das hier alles. Sind wir froh, ich denke oder hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder. Hast du gedacht, du kannst mit dem Zeug hier jetzt raus? Hammer. Wir tragen Schusswaffen, haben wir da nicht drauf. wie jeder anständige Rapper. Ja, genau. Ja. Ne? Also wie gesagt, vielen Dank nochmal.
Hat mich auch gefreut. An dich für die Einladung und ja. Wir haben mitgefilmt noch und es wird wahrscheinlich ja, auch genau. Ich hoffe mal, die ist noch, sie ist noch an. Ja, ja, das heißt, können wir dann auch bald zur Verfügung stellen, damit alle, ja, die, genau, jetzt zuhören, auch nachträglich sehen können, was wir da gemacht, ja, genau, haben. In die Mediathek werden wir es reinstellen, ja, und ja, YouTube. Grüße an alle da draußen, eben, die uns kennen. Ich gebe nochmal einen Malte und ja, dann kommt gleich der Track Langeweile und wir sehen uns. Ja, auch vielen Dank nochmal fürs Hiersein. Mhm. Ich glaube, das ist meine zweite Radiosendung in 25 Jahren oder so. das sagt dir schon wieder einiges aus. Aber ne? Es ist also tatsächlich so, also das letzte Mal, dass wir im Radio gespielt haben, das war zu der Zeit, wo Langeweile gelaufen ist. Da sind wir im FSK bei Willi in Hamburg gewesen. Und da haben wir tatsächlich dann ganz viele Sachen live gemacht, so mit Beatbox und, ja, allem drum und dran. Ich glaube, das war ganz grausam. Ich habe es selber tatsächlich nie gehört. Ich weiß auch nicht, ob es irgendjemand aufgezeichnet hat. Aber es scheint so zu sein, dass wenn ich dann mal ins Radio komme, dann muss ich halt auch live spielen. Aber das wäre definitiv in einem öffentlichen Rechtlichen gar nicht möglich gewesen hier. Ja. Und bin ich mir sicher, dass die hätten sie wahrscheinlich schon nach 10 Minuten auf die Uhr geguckt. Ja, ja, wir sind ja nicht bei Wetten, das hier, ne? Nee. Obwohl, der hat ja immer überzogen. Ja, ne? Ja, genau. Der hat ja auch gemacht, was er wollte. Der durfte das auch. Ja, ja. Ach ja, hervorragend. Ihr habt ja gesagt, 12 ist so das Liebe. Ja, genau. Ziehen wir nochmal einen Bogen in die Vergangenheit und nochmal schönen Gruß an Trubel T auch, der an dem Track ja auch mitgewirkt hat. Und ist ja mit den Bronx Boys und unterwegs. Ich habe vorhin noch ein zweites Déjà-vu gekriegt übrigens, bezüglich deines Dialekts. Bei Evo Sonic war vor langer Zeit mal Fischmob zu Gast. Die kamen gerade vom WDR und haben ihre neueste LP dort vorgestellt. Kamen schon mit so einem Hals, weil natürlich scheiß Interview. Und bei uns war so 10 Minuten geplant, da wurden dann 2,5 Stunden draus. Oh. Und ihre LP haben sie nicht einen einzigen Titel gespielt. Da haben sie gesagt, lass den Scheiß weg. Kotze hat irgendwie die ganze Zeit gescratcht und gemacht. Und die fanden das alles so geil. Das Boah, so davon möchte ich gerne Aufzeichnung haben. Geil, super. Ja, die haben ja auch diesen Dialekt gehabt. Ja. Ne? Und deswegen habe ich gerade wieder so ein Déjà-vu. Jetzt hat eins nach dem anderen. Jetzt muss ich dringend Cola trinken, um runterzukommen. Ja, danke, dass ihr da wart. Und ab für den letzten Track. Ne? Ja, vielen Dank. Ich hab Langeweile. Ich hab Langeweile. Dann spiel doch was. We'll be right back.
Evil Swan Radio.